Netzwerköffentlichkeiten. Dieses Video beschäftigt sich damit, wie sich Inhalte im Netz verbreiten und zwischen vielen Menschen geteilt werden. Vielleicht kennen Sie ja die Redensart, die besagt, dass im realen Leben Menschen über maximal 6 Ecken miteinander verbunden sind. Im Netz sagt man, dass es maximal sogar nur 3 bis 4 Wege sind. Inhalte finden viel schneller ihren Weg in die breite Öffentlichkeit. Und wir haben auch schon gehört, dass das Teilen von Inhalten diese fast unlöschbar macht. Und deshalb prägt Anne Walter den Begriff der Netzwerköffentlichkeiten. Jetzt können Sie sich die Frage stellen, was bedeutet das für Sie, wenn Sie Inhalte im Netz teilen? Wie viele Menschen werden diese Inhalte sehen können oder nicht? Im letzten Video werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Struktur der Netzwerköffentlichkeit, die dieses Phänomen des Kontextkollaps ja überhaupt ermöglicht und vor allem diese Skalierbarkeit der Kommunikation erzeugt. Ich habe Ihnen jetzt eine Simulation mitgebracht, ein Simulationsmodell, anhand dessen ich die wesentlichen Charakteristika der Netzwerköffentlichkeit vorstellen und erläutern möchte. Und dieses Simulationsmodell basiert auf einem Algorithmus, den Olbert und Barabashi entwickelt haben und mit dem sie erklärt haben, wie das Internet entstanden ist. Also sie haben ein Modell entwickelt, das erklärt, wie die verschiedenen Webseiten miteinander verlinkt sind und welche Netzwerke sich dadurch bilden. Und dieses Modell eignet sich tatsächlich auch sehr gut dazu, zu erklären, wie sich soziale Netzwerke auf sozialen Medienplattformen entwickeln. Und die Idee dieses Algorithmus ist, dass wenn ein neuer Punkt, also das ist ein neuer Account, in das Netzwerk hineinkommt, dann verbindet sich dieser Account am ehesten, am wahrscheinlichsten mit anderen Accounts, die schon sehr viele Verbindungen haben, also schon eine sehr gute zentrale Position im Netzwerk, denen schon viele andere Accounts folgen. Also neue Verbindungen werden mit höherer Wahrscheinlichkeit zu den Accounts geknüpft, die schon viele Follower haben. Und Sie sehen, dass dadurch so ein großes Gesamtnetzwerk entsteht, das verschiedene Charakteristika hat. Es bilden sich so zentrale Hubs aus. Ja? Das sind eben die Accounts mit vielen Followern, die mit vielen anderen vernetzt sind. Sie sehen aber auch, dass sich so Cluster bilden. Ja? Also es gibt Bereiche, Gruppen an Accounts, die eben enger miteinander verbunden sind als andere. Und es gibt dann wiederum Accounts, die die Brücke schlagen zwischen verschiedenen Clustern und die dann miteinander vernetzen. Und es entsteht, wenn man dann das noch immer weiterlaufen lässt, ein Netzwerk, in dem es einen starken Kern gibt und Accounts, die eben den großen Kern des Netzwerks ausmachen und andere Accounts, die eher in der Peripherie sind, also die nicht so viele Verknüpfungen haben. Ja, Sie könnten jetzt sagen, ich bin ja nur ein ganz kleiner Punkt in diesem Netzwerk. Ja, ich habe vielleicht nur ganz wenige Follower auf Instagram oder wo auch immer Sie sich hauptsächlich bewegen, auf welcher Social-Media-Plattform. Aber Sie sehen, dass es eben vielfältige Beziehungen und Verbindungen gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie selber mit einem Hub verknüpft sind, die ist sehr groß. Und wenn eben ein Account, der dann wiederum sehr viele Follower hat, das spannend findet, was Sie posten, kann es sein, dass dieser das eben dann an seine Follower weiterteilt. Und dann können Sie sehr schnell eine große Öffentlichkeit im Netzwerk erreichen, ohne dass Sie das vielleicht beabsichtigt haben. Und das nennt man die Integration der Netzwerköffentlichkeit. Also wir haben zwar diese verschiedenen Cluster, und Sie haben vielleicht auch schon häufiger die Begriffe Filterblase oder Echokammer gehört, die die Idee bezeichnen, dass wir uns, wenn wir uns in online-sozialen Netzwerken bewegen, eigentlich in so einer Art abgeschlossenen Blase befinden und nur mit Gleichgesinnten und Gleichinteressierten uns austauschen. Aber diese Metapher sozusagen, dieses Bild vernachlässigt diese Querverbindungen, die es zwischen diesen Clustern gibt, die dann eben die Brücke schlagen. Die müssen nicht aktiviert werden, also es muss nicht sein, dass es eine große, breite Öffentlichkeit erreicht, aber es kann eben sein.
Und zuletzt möchte ich Ihnen noch ein anderes Modell, ein anderes Charakteristikum der Netzwerköffentlichkeit mitgeben. Und das sind die Small Worlds, kleine Welten. Und das ist die Idee, dass eben über diese langen Verbindungen zwischen den Clustern doch jeder und jede im Netzwerk über sehr wenige Zwischenschritte mit jedem anderen verbunden ist. Diese Grundidee wurde auch formuliert, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, mit dem Ausdruck 6 Degrees of Separation. Also das ist die Idee, dass im Grunde über soziale Beziehungen, jetzt völlig unabhängig von sozialen Medien, jeder Mensch über Kontakte mit jedem anderen Mensch auf der Welt über 6 Zwischenschritte verbunden ist. Also ich kenne jemanden und der kennt wiederum jemanden und der kennt wieder jemanden. Und somit könnte ich über 6 Zwischenschritte jeden auf der Welt erreichen. Einige ForscherInnen hat das jetzt interessiert, einmal zu fragen, wie das denn eben auf solchen sozialen Netzwerkplattformen sind. Über wie viele Zwischenschritte wären da jetzt alle NutzerInnen und Nutzer miteinander verbunden? Und haben das zum Beispiel mal für Twitter und Facebook ausgerechnet. Und sie haben herausgefunden, dass es tatsächlich deutlich weniger als 6 Schritte sind, die jeden User prinzipiell, also theoretisch von jedem anderen trennen. Bei Twitter und Facebook waren es jeweils nur ungefähr 3,5 Zwischenschritte. Also zwischen 3 und 4. Das heißt, was Sie sich jetzt auf jeden Fall merken müssen, wenn Sie sich online und in sozialen Netzwerken bewegen, ist, dass alles, was Sie dort schreiben, potenziell öffentlich ist. Ja, es heißt nicht, dass es in Ihrer Blase, in Ihrer Bubble bleibt, sondern es kann eben weitergeteilt werden. Und Sie können über ganz wenige Zwischenschritte eine wirklich ganz große Öffentlichkeit erreichen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel nur 100 Follower mit Ihrem Social-Media-Account, was durchschnittlich gesehen sogar eher wenig wäre. Also ein Facebook-Account wurde vor ein paar Jahren berechnet, hat durchschnittlich 350 Freunde. Aber nehmen wir an, Sie haben nur 100 Follower, 100 Freunde. Und diejenigen haben dann aber wieder 100. Ja? Also wenn Ihre 100 Freunde das wieder an 100 teilen, dann sind Sie schon bei 10.000. Und so sind Sie eben ganz schnell über exponentielles Wachstum bei einer sehr, sehr großen Zahl an Menschen weltweit, die Ihre Nachricht lesen können. Das war mein Beitrag zu diesem MOOC. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen für Ihr digitales Leben. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der weiteren Erkundung der anderen Themen.